Hallo zusammen und hier ist wieder Frank von Franks Modellbahn. Das nächste kleine Umbauprojekt kündigt sich an. Was ist geschehen? Was habe ich gemacht? Über Kleinanzeigen habe ich mir für einen guten Preis dieses schöne Modell gegönnt. Die Märklin Baureihe 103 mit der Artikelnummer 3358. In Orientrot und mit dem Lätzchen, wie es so schön heißt. Ja, das Modell ist dann gestern angekommen. Und obwohl auf den Fotos, die der Verkäufer in sein Angebot gestellt hatte, die Lok 100% einwandfrei aussah, musste ich nun doch erleben, dass die Lok mit defekten Pantographen ankam. Das ist das Modell selber. Die Pantographen habe ich schon abgebaut. Die zeige ich euch gleich mal, wie die zustehen. Die Lok selber ist in einem super Zustand. Kann man nicht anders sagen. Habe sie auch schon auf dem Testgleis gehabt. Fahren tut sie auch. Also das ist nicht das Thema. Aber die Stromabnehmer, die hatte es regelrecht zerlegt. Man kann hier vielleicht ganz gut, ne, ich will mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ja, so ungefähr. Na, ich will mal die Hand davor halten, mal gucken, ob wir es so hinkriegen. Die Füßchen sind abgebrochen. Der hier ist hier sogar diese Steuerstange abgebrochen. Also man weiß nicht, wie das passieren konnte. Allerdings muss man sagen, die Verpackung war auch nicht mehr so ganz astrein. Das ganze Innenleben, der Kunststoff, ist regelrecht zerbröselt. Und ich vermute mal, dass aufgrund der Tatsache, dass die Lok hier nicht 100% sicher drin lag, dass es dadurch zu irgendwelchen Transportschäden gekommen ist. Aber okay, es ist müßig, ist ein bisschen ärgerlich, aber kann man jetzt nun nicht ändern. Dass die Verpackung so in Mitleidenschaft gezogen ist, das stört mich nicht. Das schmeiße ich weg. Und vielleicht besorge ich mir dann mal auch eine Ersatzverpackung von Auhagen. Das werden wir mal sehen, das weiß ich aber noch nicht. Ich hatte dann auch mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen, hatte ihm das gesagt und letztendlich vorgeschlagen, ob er denn bereit wäre, für einen kleinen Preisnachlass, mit einem kleinen Preisnachlass mir entgegenzukommen. Das wollte er nicht. Er wollte gerne die Lok zurückgeschickt bekommen, um, so wie er sich ausdrückte, das Problem selber zu analysieren. Konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Auf der anderen Seite, das Lokmodell gefällt mir und ich sah nicht ein, dass ich die jetzt wieder zurückschickte. Ja, das Geld hätte ich alles wiederbekommen, das wäre jetzt nicht das Thema gewesen. Aber da hatte ich keine Lust zu. Das wollte ich nicht. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden, die Lok bleibt bei mir. Sie wird sowieso umgebaut mit einem MLD3-Decoder und einem HLA ausgestattet. Und diese kaputten Stromabnehmer werden auch ersetzt. Da habe ich auch schon Nachschub bestellt. Ja, soweit der aktuelle Stand der Dinge. Ich denke mal, Anfang nächster Woche geht es dann weiter. Dann sollten die Teile kommen und dann wird die Lok auf digital umgebaut. Ja, das lasse ich euch natürlich auch dann wissen und ich werde auch dazu wieder ein kleines Video drehen. Ich sage jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für euer Interesse. Freut euch auf den nächsten Umbau mit mir. Und ich sage Tschüss, bleibt anständig. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Thank you.